wir uns im Frühjahr 2018 zu den ersten Proben trafen, konnten wir im Ansatz noch nicht erahnen, welches Potenzial und wie viel Spaß wir mal mit diesem Programm haben werden. Helmut Eisel, einer der bekanntesten deutschen Klezmer- und Jazz-Klarinettisten, der ja irgendwo zwischen Klassik und jeder moderner Musik zu Hause ist, trifft in diesem Projekt mit Conny Sommer und mir auf eine groovige Rhythmus-Gang, die sich bereits seit langer Zeit kennt und mittlerweile wirklich fast blind versteht. Relativ lange in diesem Geschäft und habe es tatsächlich selten erlebt, dass ich mich mit zwei Musikern treffe und losspiele und es macht auf Anhieb so viel Spaß wie hier. So eine richtig inspirative Umgebung zu haben, wo man merkt, man wird verstanden, man versteht, was die anderen wollen und es macht zusammen total Spaß. Die Begegnung mit Helmut ist musikalisch gesehen eine der wichtigsten für mich in den vergangenen Jahren. Er hat eine ganz besondere Art zu spielen, aber er kommuniziert auch wirklich fantastisch gut und er macht alles zur Musik, was ihm zwischen die Finger gerät.
Helmut hat sich ja durch seine Mozart-Interpretation in den letzten Jahren auch in der Klassikszene einen Namen gemacht. Und als die Anfrage für das Abschlusskonzert des Sächsischen Mozartfestes kam, war für uns klar, dass es zwei Programme geben wird. Unser ganz normales Konzertprogramm und mit Groove Me Amadeus ein Crossover-Programm mit Mozart und Moore. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Konzerte in diesem Projekt, denn wir haben ja gemerkt, dass wir genau den Nerv des Publikums getroffen haben mit dieser extravaganten Mischung aus Jazz, Klassik, Klezmer, Latin und so weiter. Und bin mir ganz, ganz sicher, dass wir noch sehr viele schöne Momente als Trio auf der Bühne erleben werden.